Willkommen beim Blue Circle Simulator 2017 mit dem Boris. Hallo. Der war gut. Ja, heute Gas geben. Oh ja, heute müssen wir es mal. Wenigstens adäquat irgendwie, dass es aussieht, als ob wir was schaffen würden. Aber eigentlich schaffen wir ja immer was Gutes. Ja, irgendwas passiert immer. Also der Bus hat sich schon um Meilen verlängert. Naja, also Meilen nicht ganz, aber er hat sich verlängert. Naja, man kann ja gerne mal ein bisschen übertreiben. Strom haben wir gut nach oben gebracht. Ja, ja, haben wir. Können wir jetzt wieder einiges bauen, ohne uns darüber Sorgen zu machen. Wenn du gerade... Ich habe Zeit ohne Ende. Du könntest vielleicht gucken, dass du da, wo unser Bus nach Norden geht, ja, dort mal vielleicht ein klein wenig, wie soll ich sagen, Platz schaffen. Ah, ich verstehe. Darf wieder spielen. Huhu. So, dann haben wir das. Dann brauchen wir hier die roten. Kupferkabel sind gesorgt. Kunststoffstangen. Kunststoffstangen. Die produzieren erstmal Kupferkabel. So. Oh weh, ich brauche Greifarme ohne Ende. Ich könnte dir noch 7 Stück anbieten. Nehme ich wohl. War nicht viel, aber immerhin. Und zack. Danke sehr. Schön. Ja, das ist halt die Ein-Hand-in-Hand-Arbeiten, Kinas, wa? Ja, ne? So muss das. Oh, jetzt sind meine Förderbande alle. Irgendwas ist doch immer. Wenn wir hier gleich noch was mitnehmen und noch ein paar Greifarme bauen. Freust du dich eigentlich schon? Auf? Wenn wir irgendwann mal die blauen Förderbänder haben. Oh ja. Oh ja, das wird wieder eine Austauschaktion. Das, ich wäre eigentlich ehrlich dafür, dass wir das vielleicht Roboter machen lassen. Das ist natürlich eine geile Idee, ja. So, da krallen wir uns das von dem hier. Was, fackeln die Bäume nicht ab, oder was? Na gut. Dann zur guten alten Handarbeit zurück. So, ich habe natürlich nur noch 2 von denen. Wie soll es auch anders sein? Könnte ja irgendwann mal irgendwas klappen. So, dann kann der das hier bauen und in der Zwischenzeit mache ich mir schon mal Gedanken, wie es hier weitergeht. Zum einen könnte man das unten lang liegen. Wie habe ich das bei dem anderen gemacht? Ah, okay. Okay, okay. So, das ist ein Prinzip, als wenn ich es hier lang fahren lasse. So, 3 von denen genügen. Das heißt aber, ich muss hier und hier raus. So, sollte funktionieren. Betonung liegt auf sollte. So.
So, nach oben ist wieder ein bisschen Weg frei. So, ich baue mir erstmal einen Arbeitskreis. So. Kann ich besser denken. Und? Ich hab's. Sehr gut. Hui. Darauf. Möchtest du auch mal eine Runde fahren? Oh ja. Oh. Da war gerade die Idee da und ist schon wieder weg. Verdammt. Ratzifatz geht das hier. Das hier. Und was war noch? Circuits. So. Muss es hier natürlich auch wieder. Mann, Tunnels, macht mal hinne. C fix und 5 reichen bestimmt nicht. Ich gehe mal Zahnräder organisieren. Wie sagst du immer so schön? Irgendwann ist es doch immer. So. Ram, tadam, tadam, tadam. Sieht high-end kompliziert aus, was ich hier mache. Sehr gut. Sieht auf jeden Fall ultra wichtig aus. So, und oben brauchen wir jetzt noch Kupfer. Nice. Und so. Oh. Hast du zufällig noch rote Tunnels? Ja, habe ich. Sehr gut, ich habe nämlich keine mehr. So, jetzt muss wieder genug haben. Na schön. Bitte schön. Alter, hast du nur noch rote Tunnels gebaut oder so? Ja. Mein Schwung neigelegt. So, dann brauche ich jetzt. Gleich wieder nachproduzieren. Hui. Ach Mist. Gucken wir mal, das könnte man. So. Eigentlich brauche ich den hier. Okay, dann machen wir das anders. Dann machen wir hier ein. Hier ein. Hier ein. Und hier unten machen wir das dann hier und hier. Da brauchen wir hier noch so einen Strommasten. So, und jetzt soll es dann gleich richtig abgehen.
Da ist Schwefelsäure drin, aber wieso kommen hier... Ach, shit. Diese blöden roten Arme. Der funktioniert hier ja nicht. Na gut, dann machen wir das halt. Ein tiefer. Jetzt bin ich dann vollgestopft mit grünen Schaltkreisen. So, jetzt wird es gleich nochmal dunkel. Weil das Ding hier im Weg steht. So. Ach so, warte mal. Du mal weg. Falsch. Käse. Juhu, die blauen Prozessoren laufen. Geilo. Sehr, sehr nice. Wir haben es geschafft, die blauen Prozessoren. Yes. Wir haben es wahr gemacht. Juhu. So, als nächstes könnten wir uns mal um Elektromotoren kümmern, ha? Stimmt, die haben wir auch noch. Was kostet so ein Elektromotor? Oh, Schmiermittel. Schmieriger Mist. Wird auch Schmieröl. Wird auch Schweröl hergestellt in einer Chemiefabrik. Ah, ich habe zum Glück noch eine und baue noch mal zwei Stück. Schweröl haben wir da unten. Ja. Nice. Gerade so, dass die Grünen hier hinterherkommen, du. Aber nicht schlecht. Kann man vielleicht noch ein paar Produktivitätsmodule reinbasteln? Habe ich da welche? Nee. Geschwindigkeitsmodule meine ich natürlich. Natürlich, natürlich. Ja, selbstverständlich. Oh, no. Panzer. Panzerforschung. Panzer sind wichtig. Weil dann können wir nämlich auf Alienjagd gehen. Ja. Du weißt ja, was das heißt, wenn wir Aliens jagen gehen, ne? Oh, es wird ein Geballer. Nee, das bedeutet, wir haben dann unseren vierten Forschungsstrang. Und auch das. Oh, und da können wir wieder, oh geil, und dann, oh hier, yeah, oh, Exoskelett und, oh, Halleluja. Jaha. Ja. Und den Kampfanzug MK2. Ja. Ich freue mich. So, stapelt sich das jetzt hier langsam mal, oder? Nee. Hier wird alles ausgebaut, genutzt, sehr schön. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Kanonenmunitionsschaden. Geschützturmschaden. Mag ich. Oh ja, es staut sich. Sehr gut. Wo ist mir hier ein Fauxpas passiert? Ich weiß nicht. Warum kommt das hier nicht nach? Was soll denn das? Was kommt nicht nach? Hier, die schnellen Fließ... nicht die... Kunststoffkacke wird hier irgendwie nicht, hä?
Oh ja, stimmt. Ich gehe der Sache mal auf den Grund. Da, da, da lang, da lang, da lang. Oh nein. Die produzieren nicht mehr. Oh, die Öltanks sind alle, Alter. Ohne Witz. Wow. Aber Vollgas. Hä? Aber da kommt doch da. Da ist Rohöl drinne. Ich komme mal runter. Moment, jetzt bin ich hier gerade selber mal. Was fehlt denn denn? Kohle hatte? Petroleum. Nee, Öltanks sind voll. Ja, aber das Petroleum ist alle. Das Petroleum ist alle, ja. Ach, er produziert wahrscheinlich nicht mehr, weil Leicht- und Schweröl voll sind. Deswegen macht er nichts mehr als genau. Müssen wir die abbauen, wieder aufbauen. Ach Gott, immer das Gleiche. So. So, danke, wieder was. Jetzt geht das wieder vorwärts. Schwefel wird produziert. Oh. Wollte ich doch nur. So, Kunststoff geht wieder vorwärts. Mann, Mann, Mann. Immer diese Krisen. Können wir Leichtöl irgendwie zu... Warte mal, warte mal. Da gibt's nämlich was. Ja, Leichtölfässer. Leichtöl zu Petroleum. Ah, da, ja. Stimmt, Leichtöl und Petroleum aufspalten. Geilo mit Wasser und Leichtöl. Sehr gut. Stimmt, das geht ja jetzt richtig. Weil dann würde ich sagen, wir machen hier eine Produktionsstätte für Leichtöl in Petroleum. Ja. Wo haben wir Wasser? Da oben. Kannst du mal Wasser dann... Ich hole mal Wasser. Jo. Ich sehe auch gerade, dass man... Das Schweröl werden wir ja eh nochmal benutzen für das Schmiermittel, ne? Für die Elektromotoren. Genau. Weil sonst wird das ja gerade nur verwendet für die... Na, für den Flammenwerfer. Festbrennstoff ist auch interessant. Hm, das brennt länger als Kohle, wenn du es irgendwo reinfeuerst. Jetzt brauchen wir hier... Ich habe natürlich wieder nichts dabei, was ich brauchen könnte. Ach, da ist Wasser. Also einfach hier abzweigen. Sollte schon gehen, oder? Ja. Klauen wir einfach mal adäquat Wasser. So, ich baue hier mal eine unterirdische her. Da sind sie. Dann. So. Kurz austarieren. Oh, das reicht mir, Gott sei Dank. So, und das hier kommt ja dann... So, Butter ist auch da. Kommt das bis hierher? Nee. Einen Schuss Petroleum. Kohleflüssige Verflüssigung, Alter. So, sehr schön. Nett. Da kann man Kohle verflüssigen. Hm. Gut, dass wir dann Kohle im Überfluss haben. Hm. Aber dazu brauchen wir den Wissenschaftspakete 4. Halleluja. Ah, genau. Irgendwas ist ja immer. Ah, herrlich. Ja, so hier forschen kann man gar nicht mehr, ne? So, noch ein bisschen das. Vielleicht hätte ich das im größeren Stil machen sollen. Ich glaube, ich mache das mal im größeren Stil. So, ich habe dein Wasserding mal mit weggebaut, nochmal. Du, kein Problem. Es trifft mich nur minimal. Hast du Eisen oder normale Rohre? Normale Rohre hätte ich noch. Nehme ich. So, so, so. Das kann man noch nachbauen. Zack. Nett. Ach shit. Da muss ja Wasser hin. Genarf. Auch Brennstoff, okay, das ist alles klar.
Okay, das heißt, das hier kann ich wieder vergessen. Mann. Alles nicht so einfach, du. Nee. Da hängt der Strom im Weg, aber den kann ich ja mal umsetzen. Wo baue ich die denn? Was willst du denn bauen? Ich gucke gerade, wie man Uran-Brennstoffzellen herstellt. Aber da steht nicht drin, dass wo das denn produziert wird. Ich weiß, wie man jetzt das Uran aufspaltet, das ist klar. Das ist auch klar. Oder wahrscheinlich denn in den Montagefabriken, wa? Ich mal. Bau mal eine und dann mal schauen. Da komme ich jetzt mit dem Wasser wieder nicht hin. Also hier ist alles irgendwie ein bisschen Banane. Alles Banane, du Pflaume. So müsste das doch klappen. So. So, dann so. Uns fehlen doch nur noch das Lilane. Und die Goldenen. Das Goldene, ja. Da steht aber nicht, dass wir Alien-Artefakte dafür brauchen. Die Alien-Artefakte sind quasi die Lilanen. Achso. Entschuldigung. Weil die können wir jetzt selber produzieren, ne? Ja, wenn du so einen Alien-Pömpel hast. Ne, da steht, dass man einen Elektromotor braucht, eine Montagemaschine und einen Lichtbogenofen. Hä? Moment. Also entweder ich vertue mich hier gerade völlig, aber ich glaube nicht. Das ist interessant. Das ist mir jetzt auch komplett neu irgendwie. Ja, mir auch. Sonst hat man ja immer diese Alien-Artefakte für gebraucht. Ja. Gibt's die dann nicht mehr, oder was? Scheiße, jetzt ist das im Weg. Alter, ich flipp hier aus. Ich dir vielleicht behilflich sein? Na, eher nicht so. So, gibt's halt nur drei. So. Und für die Hochtechnologie brauchen wir Batterien, die blauen Prozessoren, die Geschwindigkeitsmodule 1 und 30 Kupferkabel. East Range. Vollgas, ja. Ist aber echt schade, wenn es die Artefakte nicht mehr gibt. Weil es, wenn der D1 quasi dann nur noch, ja. Klar, man kann auf Alienjagd gehen, weil es Spaß macht, aber so hat das ja irgendwie keinen Grund, auf Alienjagd zu gehen. In diesem Sinne. Das passt doch auch nicht. Was ist, wenn du es hier unten hinbaust? Ja, muss ich hier wieder ewig durch die Gegend irgendwelche Rohre verlegen. Naja. Das wollte ich eigentlich so vom Prinzip her auch nicht. Aber du verlegst doch gerne mal ein Rohr. Sag doch mal ehrlich. 1, 2, 3, 4, 5. So. Ah, okay, alles klar, die Wände. Wieso habe ich ein 11? Irgendwo muss ein einzelnes Rohr rumsch... Ach, hier. Das steht hier oben. Dann hole ich mir schnell noch ein bisschen Metall. Oh, unsere Kupferlane, die kommt ganz schön ins Wanken hier. Oh ja. Aber auch nur die eine. Ah, okay, weil... Nee, davon da wird abgezwackt. Das ist jetzt Quatsch, was ich gesagt habe. Gut, dann kenne ich jetzt meine Aufgabe. Und zwar werde ich mal alle Hochöfen ersetzen. Oh, hast du schon. Was denn? Hast du schon den ganzen Hochöfen ersetzt bei der Kupfer? Ja, aber du könntest... Ach, warte mal. Du könntest schon mal das Zeug produzieren, weil dann setze ich da eine Blaupause. Oh ja. Gute Idee. Oh, ich glaube, wir sind mit der Folge schon wieder lange überfällig. Oh mein Gott, nein. War doch gerade so gut. Ja, dann. Ja, aber nächste Woche geht's weiter. Genau. Schaltet wieder ein. Genau, bis denn. Tschüss. Tschüss.